Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es erneut um meine Weekend League Rewards, die wir zusammen im Stream geöffnet haben. Schaltet da immer sehr, sehr gerne ein. Wir sind immer am Wochenende live auf Twitch. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt da sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und lasst jetzt auch sehr, sehr gerne auf diesem Kanal ein Abo da und ein Like, wenn euch das Ganze gefällt. Würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Würde mich sehr darüber freuen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich ins Video. Auf geht's in meine Rewards. Wir kommen zu unseren erneuten Rang 5. Weekend League Rewards. So, wir gehen rein. Rang 5, 11 Siege, klassisch. Gibt nicht viel zu erzählen, ihr wisst Bescheid. Wir gehen rein in die Player Picks. EA Sports, zeig was Gutes. Ich will den Cancelo haben. Cancelo wäre es einfach. Ey, Cancelo, ich will ihn haben. Das wäre so cool. Das ist der einzige, den ich will. Ist natürlich einer der besseren, aber der wäre richtig cool. Come on, EA. Gönn mir einen Cancelo, let's go. Ja, Modest. Modest als Dortmunder Jung nehme ich auf jeden Fall mit. Ist in Ordnung, damit kann ich leben. Let's go, zweiter Pick. Bitte Cancelo. EA Sports, bitte Cancelo. Ist der einzige, den ich will. Ah, José Lu, Pepe. Ja, ich denke, ich nehme einfach José Lu mit für Rating. Letzter Pick. Letzter Pick, EA. Großer Quatsch. Großer Quatsch. 82, 83, 84, bodenlos. Ja, leider kein Cancelo geworden, aber ja, diese Woche keiner dabei, den man unbedingt zocken kann. Den kann man vielleicht mal im SBB oder so zocken. Ach du Kacke, 2 Stände Weakfoot. Bodenlos. Modest als Dortmunder ist ganz cool, nehme ich auf jeden Fall mit. Aber die Picks, die waren ja absolut Müll. Die Picks waren ja so bodenlos. Aber okay, mal gucken, vielleicht gönnen die Packs mir. Wir fangen an, Vorschau-Pack. Da kann ja auch mal was kommen. Let's go, Inform. Plus gemacht. Ey, let's go. Immer Vorschau-Pack mitnehmen. Direkt Plus gemacht. Natürlich kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Der wird wahrscheinlich nichts wert sein, aber nehme ich. Let's go. Und jetzt Icon im Vorschau-Pack. Jalla. Ja, okay, Asensio, der wird nichts wert sein. Aber okay. Erstes Pack. 50k Pack. Ich will Rulebreaker sehen. Ich habe letzte Woche nichts Gutes gezogen zum Event. Lampen kommen. Dänemark ist meistens nichts Gutes. 83er Schmeichel. Quatsch. Ja, nichts dahinter, kein Mondi und kein, keine Ahnung, brauche ich das Kart jetzt einfach, egal, weg damit. Also gut, willkommen zum 125k Pack. Komm schon hier, ich habe letzte Woche keinen Road to the Knockout gezogen, diese Woche möchte ich einen coolen Rulebreaker haben, im besten Fall natürlich. Vamos Cristiano Ronaldo. Let's go, wir gehen rein. Walkout immerhin, Alaba. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob der so gut ist, der kann natürlich ein Mondi, ein Renato Sanchez oder so dahinter sein. Wir gucken mal. Immerhin Walkout. Ach du Kacke. Nur 83er dahinter. Ja, Timo Werner. Der bringt vielleicht nochmal seine, keine Ahnung, 3k oder so. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich stelle jetzt einfach mal für 3k rein. Vielleicht macht jemand einen Schnapper durch den. Alles andere kann man, glaube ich, einfach weghauen. Die stelle ich für 950 rein. Rest nehme ich einfach mal mit. Ja, wobei Alaba kann man, denke ich, draufstellen. Einer der besseren Workouts. Ja, hier 30k, weg damit. Vielleicht kauft ihn jemand, ja. Ein paar 83er. Ja, Quatsch auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, wir nehmen das Team of the Week Pack einfach mit. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht, das aufzuheben. Heide Yalla, vielleicht ziehen wir da ein Tomori oder so. Komm, wenigstens Lampen. Keine Lichter. Gut, hat sich erledigt. Benze Baini, 82er. Ja, die beiden discarde ich einfach. Und Benze Baini stelle ich einfach wie V auf die Liste. Aber wie man sieht, komplett Müll. Nichts Gutes gezogen. Das waren mal wieder meine Weekend League Rewards. Beste Leben. EA Sports hat mal wieder gegönnt. Deshalb sage ich immer, 11 Siege und weiter lohnt sich nicht. Weil ob du jetzt 11 Siege oder 14 Siege bist, ich hätte dieselben Sachen bekommen. Und hätte ich wahrscheinlich auch denselben Quatsch gezogen. Also weiß ich jetzt nicht, ob sich das gelohnt hat. So, nachdem ihr jetzt meine Rewards gesehen habt, würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen drauf ein, mit welchem Team wir gespielt haben. Wir haben das Team ein bisschen geupgradet im Vergleich zu den ersten Spielen. Dann irgendwie anfangs 3-2, 6-3 und so weiter. Da lief es gar nicht so gut. Dann haben wir einen ganz guten Run gehabt. Am Ende standen wir irgendwie 10-4, 11-4. Oder ich glaube, am Ende war es auf jeden Fall ein 11-5. Und wir haben das Team folgendermaßen umgebaut. Wir haben vorne den Depay gezogen, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Der, finde ich, hat sich sehr, sehr gut spielen lassen im Vergleich zu Lewandowski, den wir für ein paar Spiele hatten. Gerade mit Architekt ist er halt lengthy und ist absolut ein Meta. Rechts haben wir mittlerweile Rafinha, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sammelt einige Scorer, der lässt sich sehr gut spielen, gefällt mir mega gut.
Da habe ich Salah, den ich gezogen habe, rausgemacht, weil Salah hat mir gar nicht gut gefallen. Ich meine, wenn ihr euch mal die Scorer anschaut, werdet ihr, denke ich, verstehen, warum ich lieber Rafinha zocke als Salah. Dann haben wir außerdem in der Verteidigung mittlerweile Thiago Silva, die Flashback-SBC, den haben wir abgeschlossen. Finde ich, ist eine coole Karte, lässt sich auch sehr, sehr gut zocken. Mir persönlich gefällt er gut, macht seinen Job sehr souverän. War zwar ein bisschen teuer, aber ist meiner Meinung nach eine coole Karte. Den wollte ich unbedingt mitnehmen und dementsprechend feiere ich. Ansonsten könnt ihr noch sehen, wir haben auf der Bank mittlerweile den Renato Sanchez, den haben wir gezogen. Paulinho habe ich mir mittlerweile erspielt. Füllkrug, die POTM-SBC, fand ich persönlich auch sehr cool. Hat auch sehr gute Scorer als Sub, der hat uns immer wieder mal den Arsch gerettet, wenn man das so sagen darf. Und alles in allem ist das Team ansonsten sehr gleich geblieben. Was sehr cool ist, Chelsea hat erst den dritten Sieg geholt, das heißt unser Sterling wird jetzt dann noch auf eine 87 steigen. Ansonsten ist das Team alles in allem sehr, sehr stabil. Gefällt mir sehr gut, ich komme immer besser damit klar. Und dann würde ich sagen, peilen wir mal für nächste Woche eventuell mal 14 Siege oder auch 16 Siege sogar an. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, mich stetig zu steigern und dann eventuell mal sogar einen besseren Rang zu holen. Außerdem würde ich euch ganz gerne noch kurz zeigen, was ich aktuell investiert habe, wo aktuell meine Coins rumliegen, weil ihr denkt euch, hä, wieso hat der nur 10k? Ich meine, gestern war Weekend League. Und allein für Abschließen von Rang 5 kriegt man ja schon 30k. Wie ihr sehen könnt, ich bin aktuell ein bisschen in 84ern drin. Hier der Lucas Hernandez ist ein ganz gutes Beispiel für den IV-Verkauf. Ich zeige euch auch gleich nochmal, wie ich die reinstelle. Einfach kurz und knapp, wen es interessiert, der kann sich das Ganze gerne anschauen. Ansonsten bin ich aktuell drin in ein paar Mal Bruno Guimaraes, den Inform. Vor allem mit Architekt auch. Ich habe mir den relativ günstig gesniped hier für 12,7. Ist eine ganz gute Karte an sich von den Stats her und der könnte sehr, sehr gut sein, wenn jetzt dann wirklich mal ein Icon Pack rauskommen sollte. 84er Inform, Brasilianer aus der Premier League, mit dem kann man absolut nichts verkehrt machen. Für 12,7, super Preis. Ein José Lu habe ich mir zweimal mitgenommen für Discard Preis für 10,5. Damit kannst du auch absolut nichts verkehrt machen. Und dann habe ich noch Trossard mitgenommen, weil er einen Hunter hat und relativ spielbar ist. Gerade auch im Hinblick auf die Icon SBC. Benzibaini war in meinem 3er Inform Pack, den habe ich einfach ein bisschen teurer reingestellt. Ich habe einen Schlotterbeck noch auf der Liste, den ich auch einfach IV laufen lasse. Irgendwann wird der schon noch ein bisschen steigen, hoffe ich jetzt mal. Ansonsten werde ich den einfach ein bisschen früher auscashen. Außerdem bin ich aktuell ein bisschen in 89ern. Ich habe mir einmal Kane, einmal Kimmich mitgenommen. Auch mit dem Hintergrund, dass die Icon SBC kommt. Ich habe Kane auch erst verkauft. Ich habe mir den für 29 geholt. Kimmich sogar für 28, relativ günstig gesniped. Und Kane habe ich jetzt auch erst einmal für 32,5 oder so verkauft. Also ich habe schon einige gute Verkäufe gemacht mittlerweile. Ein Gnabry, ein 85er. Und ansonsten habe ich 84er, die spielbar sind. Unter Umständen mit Cam-Style noch. Oder Position Change, wie hier Leao Sancho als LM oder hier Joao Felix als Stürmer mit Hawk. Ich kaufe mir die günstig ein und dann stelle ich die einfach immer 1k teurer drauf. Also einfach 1k Aufpreis. Und die laufen ganz gut. Ich habe immer wieder 2-3 Verkäufe pro Stunde. Ab und zu sind es mal 6-7. Einige Karten laufen besser als andere. Also gerade Sané habe ich schon relativ oft verkauft. Diaby geht immer sehr gut weg. Aber das ist so aktuell die Methode, wie ich so ein bisschen meine Coins mache. Ansonsten bin ich auch hinten, müsste man es sehen, ein bisschen in Non-Rare Gold-Karten reingegangen. Ich habe mir die halt relativ günstig erboten für 400. Und teilweise sind die Karten irgendwie nach 5 Minuten schon für 600, 700 Coins weggegangen. Ich stelle die einfach so 200, 300 Coins teurer drauf. Es sind einfach ein paar kleine Coins, aber lieber habe ich die Coins, als wenn ich einfach die Münzen rumliegen lasse in meinem Verein und nichts mit denen mache. Leichter mache ich so einen kleinen Gewinn als gar keinen Gewinn. Und nebenbei kann man das Ganze immer ganz gut laufen lassen. Wenn ihr jetzt noch investieren wollt, bevor das Video rauskommt, dann kann ich euch nur empfehlen, geht noch rein in die 84er, solange die einen ganz guten Preis haben, in die 85er, 86er, bevor jetzt heute Abend die Icon SBC kommt. Oder geht auch nochmal in Non-Rare Goldkarten rein oder seltene Goldkarten für billig erbieten oder so. Probiert es einfach mal, bietet einfach mal drauf, schaut, wie viel ihr bekommt und stellt die einfach alle für, keine Ahnung, 400, 500 Coins teurer drauf, 300 Coins. Einfach, dass ihr ein paar Münzen macht. Wenn ihr so eine volle Liste habt und alle für 300, 400 Coins verkauft, dann macht ihr auch eure 25k und dann habt ihr auch immerhin ein bisschen Gewinn. Was ich euch jetzt noch als letzten kleinen Tipp empfehlen kann, wenn ihr unbedingt noch investieren wollt, wenn ihr sagt, ja, ich will jetzt noch ein bisschen reingehen, dann müsst ihr aber euch wirklich beeilen. Dann geht ihr einfach hier AS Rom auf Inform, weil da habt ihr Smalling und Shomurodov. Das sind aktuell die zwei günstigsten Informs, die ihr euch holen könnt. Und dann geht ihr auf 13,5 von mir aus, 13k. Schaut einfach, wie viel ihr quasi den günstigsten ersnipen könnt und probiert euch die mitzunehmen. Weil das sind wirklich die günstigsten. Ihr könnt auch explizit auf Smalling gehen, ab und zu mal. Also die beiden versuchen zu snipen und einfach versuchen da nochmal welche mitzunehmen. Weil das sind die günstigsten 84er Informs, die es aktuell auf dem Markt gibt. Da könnt ihr ja hier einmal auf Verteidiger, einmal auf Stürmer und dann Smalling und den Shomurodov nochmal mitnehmen.
Aber das sind wahrscheinlich die sichersten Investments, weil die ganzen Ratingkarten, die 85er, die 86er, die steigen aktuell immer noch sehr krass an. Vielleicht könnt ihr da immer noch reingehen, ist aber ein bisschen risikobehaftet, aber trotzdem könnt ihr da vielleicht nochmal ein bisschen Gewinn rausholen. Das soll es dann jetzt gewesen sein mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs zu Ende schauen auch auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.